Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles. So, wir sollten von dem Onkel hier Materialien beschaffen und wir haben schon das Rätselbaumholz gefunden. Oder wir haben es, schätze ich, vorher schon alles eingesammelt. Was brauchen wir noch? Diamanteiche. Finde Diamanteichenholz in der Morgenrotgrotte. Ach du Heilige, wo ist denn das? Müssen wir dann mal schauen. Aber jetzt geben wir ihm doch das schon mal, wenn wir es ihm denn schon geben können. Ich weiß es nicht. Alleiniger Ort in Gormod für Diamanteiche. Okay. Morgenrotgrotte. Schauen wir doch mal auf die Karte. Schnellreise, ob wir das hier finden. Okay, hier ist es nicht. Schauen wir doch hier. Morgenrotgrotte. Nee, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gefunden, oder? Nein. Wo soll denn das sein? Okay, wir haben das Gebiet auf jeden Fall noch nicht gefunden. Morgenrotgrotte. Vielleicht ist es ja hier da oben irgendwo. Wir gehen mal zurück und schauen mal. Finde Diamanteichenholz in der Morgenrotgrotte in Gormod. Eieiei, wie soll man das denn finden? Morgenrotgrotte. Warte mal, wir gehen mal hier hinten runter. Ich glaube, da hinten war auch noch ein Weg. Ich glaube, ich könnte eine Folge werden, wo wir nur suchen. Hier geht es nämlich runter. Auf jeden Fall aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Mir ist schon mal passiert, wenn du ein bisschen zu weit rechts oder links kommst, fällt man hier ziemlich schnell runter. Ja, natürlich nicht so geil, aber vielleicht haben wir hier die Grotte. Ich weiß es nicht. Wir müssen alles durchschauen. Hier glaube ich geht es nicht mehr runter. Also runter schon, aber da kommt man nicht mehr hoch dann. Oder kommt man nie wieder hoch. Komm auf, komm auf! Siegelstein der Erde, was ist denn das schon wieder? Okay, das kriegen wir nicht auf. Och, nö, Leute. Diamanteiche. Okay, hier ist nichts. Nichts ist hier. Okay, dann gehen wir nochmal hoch. Morgenrotgrotte. Gelesen habe ich noch gar nichts davon.
Aber zeigt's mir nicht hier den Weg an? Mir zeigt's da irgendeinen Weg an, auf jeden Fall. Da oben 600 Meter. Also auf jeden Fall eine Ebene höher. Ja, komm, kann man die weg. Na, ich muss doch Pyro wechseln. Ich entziehe auf jeden Fall irgendwas im Wasser. Ein Wasserelement. Why not? So tell me, what's your body made from? Papi could tell you. 600 Meter, dann gehen wir auch jetzt mal hier oben lang, weil klar, wir könnten dort unten lang, aber ich will die ganzen Ads nicht ziehen. Deswegen gehen wir dort lang. Up. Vielleicht finden wir ja den richtigen Weg. Es ist aber immer noch oben. Das ist aber der falsche Weg. Es muss irgendwo... Ja, ich denke mir, dass es komplett außerhalb von dem Gebiet ist. Ja, ich finde, bei den Hauptquests geht's noch mit der Beschreibung. Teilweise bei den anderen Quests dann ist es halt, da wird dir gar nichts gesagt, wo das, wo die verschiedenen Materialien zu finden sind. Da musst du wirklich den Text genau durchlesen und irgendwie selber deine Schlüsse ziehen, boah, dass du dort was findest. Das Gute ist, wir können uns auf jeden Fall teleportieren. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das finden werden. Warte mal, sehen wir das denn nicht auf der Karte irgendwo? Schnellreise. Wo sind wir denn gerade? Dort, wir könnten uns doch hier gleich hin teleportieren, oder? Wenn wir uns hier hin teleportieren, weil hier oben wäre die Quest eigentlich. Wir teleportieren uns mal hier hin. Ah. Ja. Dann sparen wir uns ein bisschen Weg, Leute. Schauen wir doch mal. Oh, das ist ein Schatz. Der Schatz ist hier. You're all mine. Denk mal, das wird dort oben sein.
Kommen wir nicht weiter hoch? Oh, hier ist auch ein Schatz. Aber den werden wir nicht aufkriegen. Er wird wieder irgendwelche komischen Fähigkeiten brauchen. You're all mine. Oh, kriegen wir sogar auf? Sehr cool. Hier ist auch noch ein Schatz. 23, die dürfen wir nicht angreifen. What have we here? Okay, wir gehen mal. 26 noch ein bisschen hart. I am ready for anything. 20, den werde ich schaffen. What have we here? So 140 Meter. Sind wir komplett falsch hier? Wir müssen hier irgendwie einen Weg, glaube ich, über die Bäume finden. Meter. Geht's hier vielleicht weiter? What have we here? Na, es muss in dieser Richtung sein. Aber wo soll es denn hier sein? Wo soll es denn sein? In diese Richtung? Irgendwo gibt es einen Geheimweg. Komm out, komm out. Eine Grotte. Kann man hier irgendwie... tauchen kann man ja hier nicht. Wir müssen mal schauen, ob wir dort hinten irgendwo lang können. Ich denke mal, das wird in dieser Richtung sein. Komm out, komm out. Hört sich, heftig. Das ist halt extrem kacke, wenn die uns machen und sofort mit einem Schlag hauen die uns hier aus den Latschen. Jetzt kommen wir hier natürlich wieder nicht hoch. Komm out, komm out! Wir aufpassen, dass ich an denen ein bisschen vorbeikomme irgendwie. Hier geht's doch aber nirgendwo weiter. Wo soll ich denn hier weitergehen? Geht's hier vielleicht runter? Oh. 300 Meter. Ich glaube, dass ich schon viel zu weit weg bin. Oder wir müssen, Warnachsfälle. Aber hier geht's ja auch nicht weiter. Go somewhere else, why don't you? Ja, das kann nicht richtig sein. Schauen wir doch mal auf die Karte. Wir sind aktuell hier. Wir müssen irgendwie... Ich denke mal hier irgendwo hoch. Oder wir müssen irgendwie durchs Wasser durch. Er sagt mir auf jeden Fall, aber eine Ebene hoch müssen wir.
Okay, ich würde sagen, wir teleportieren uns nochmal hier hin. Wird irgendwo ein kleiner Durchgang sein, schätze ich. So. Und wenn wir mal hier hochgehen, an diesem Baum, dann vielleicht können wir dort oben dann irgendwo lang. Ist auf jeden Fall geil gemacht, weil du ja einfach ein bisschen auch suchen musst. Okay, hier schaut es doch schon mal nicht schlecht aus. Wenn man das jetzt hier nicht runterfalle. Okay, hier schaut es nicht schlecht aus. Die sind doch die Gegner nicht so hoch. Oh! Stufe 76, das habe ich gesagt. What have we here? Boah. Heftig. Nehmt ihr mal schnell Stufe 76 Gegner rum. Also ich denke mal, dass sie dort hoch müssen. Okay, die können wir knacken. Wir sind 16, die knacken wir. Knacken wir auch jetzt gleich mal. Oh, was hat denn der da? Ach, der holt seine Freunde. Zählt so nicht. Ja, könnt ihr mir mal ein bisschen Energie geben? Okay, ich suche schon Ursula. Okay, jetzt können wir die Technik enden, aber das wird wahrscheinlich schon davor vorbei sein, ja. Okay. So, da war doch eine Kiste, oder? Oder nee, ein Sammelpunkt. Komm out, komm out. Okay, noch keine Diamanteiche. Ich hoffe mal, dass wir hier. Einen Portpunkt bekommen. What have we here? No! We lost the upper hand! Ha! Gah! Gah! Anchor shot! Ha! Make no shepherd! Like your attitude! Oh no, you don't! Much of a new enemy in the mix! Sword bash! Jaguar slash! Miss. It's getting tough. Let's go. For sure. Healing Halo.
Thanks for that. You fight Copy. Tora, great. Let's go. Copy will protect you. I'm ready to turn right. Aim for shot. Make haste, temperature. For sure. Jet weapon. Shiver wall. Crap. Spinning. Ha. Let's go. Back. As you hit it. No. Healing. Prominence. Everyone's getting sucked. Was ist denn da los hier? Watch out! Aqua break! Defense protocol activated! Let us make use of it now! Copy will protect us again! Ha! Thanks, Poppy! Sure, anchor shot! Break! Give it all you've got! Tora will show them! We win! Now, Tora, they're ready for healing! Halo! Boom, boom, boom! Let us make use of it now! Thanks, Poppy! Ja, jetzt haben wir natürlich, können die Angriffsgebiete vervollständigen. Scheiße. Ja, die lassen wir raus, du. So, dann gehen wir nochmal hier weiter. Schauen wir nochmal, ob der Weg hier richtig ist. Sorry, dass in dem Kampf nicht so viel rede, aber ich bin echt komplett auf die blöden Angriffsketten da fokussiert. Aber ich brauche, glaube ich, noch mehr Klingen, damit ich das hier besser machen kann. Aber hier auf jeden Fall haben wir es doch gefunden, was wir wollten. Komm out, komm out. Schauen wir mal, ob wir uns Diamanteige hier finden. What have we here? Okay. So, und die nehmen wir auch mit hier. Okay, wir müssen zurück. Treasure acquired. Seltener Kernkristall. Den werden wir doch jetzt gleich mal benutzen, würde ich sagen. Und zwar Klingen resonieren bitte. Und wir gehen aber auf Nier. Und machen einmal den hier bitte. Und was nehmen wir denn? Aufrichtigkeitsverstärker. Nehmen wir Gerechtigkeitsverstärker. Nehmen wir gleich mal 2, würde ich sagen. Und dann schauen wir nochmal, was dort rauskommt. Okay. Schauen wir doch mal. Vielleicht haben wir Glück und kriegen irgendwie eine coole Klinge raus. Oder wir kriegen halt Schrott.
weiß halt eben auch nicht mit den Verstärkern. Ob dem was vorteilhafter wäre oder nicht. Nee, ist keine gute. So ein normaler, glaube ich. Vektor. Nee, ist es nicht. Müsste eine seltene sein. Cosmos. Are they strategical multiple operations? Geil. All systems operational. What? Are you Cosmos. My master? Geil, eine 5-Sterne-Klinge. Rolle Angriff. Einfache Kanone. Ja, was hat sie denn für Erde, glaube ich, ist das, oder? Diese Klinge als Partner einsetzen, jawohl. Hä? Ah, da ist er, okay. Ready for departure, Master. Alles klar, dann schauen wir doch mal. Haben wir noch was? Ne, wir haben nur die blöden normalen Kristalle. Okay, sehr schön. Wechselt ihr ihre Klinge selber oder nicht? Eigentlich selber machen. Klinge anpassen, was können wir dann machen? Okay, die hat noch nichts. Ja, 3 Sockel. Okay. Ja, komm, kriegst du ein bisschen was. Aber ich weiß nicht, ob die Heilung ist eher auf Angriff. Vorwiegend. Und das mal. Was gibt's hier noch? Feuer. Okay, hier müssen wir erst was machen, aber das können wir später machen. Ja, aber wechselt die Klinge dann automatisch oder nicht? Müssen wir mal schauen. Okay, ich würde sagen, wir machen eine Schnellreise zur unteren Ebene. Wo ist die Werft? Muss ich schauen. Ne. Um uns Werft, genau dort wollen wir hin. Yep. Okay, erstatte Umon Bericht. Ihr wartet in Umons Werft in Gormut auf dich. Okay, den Bericht schauen wir uns aber erst in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und ein bisschen dabei bleibt. Genau, und ich bin gespannt, ob wir noch was erledigen müssen oder eben, ob die Quest jetzt abgeschlossen ist. Das schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi. We'll be right back.